Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Pickup-Folge. Heute ohne Intro. What happened? Mein PC ist abgeraucht, das heißt, ich kann im Moment nur per Handy filmen. Das ist ein bisschen blöd. Nichtsdestotrotz liegt hier einiges an Stuff neben mir und ja, ganz ohne Pickup-Video geht es dann halt auch nicht. Darum ohne Intro, vielleicht nächste Woche wieder mal gucken, ob ich die Kiste hinkriege oder ob ich mir irgendwie Ersatz besorge. Ist hier in USA schwierig, kein Alternate und mal gucken, wie ich es mache. Egal, hier liegt einiges neben mir. Diese Woche war nicht verrückt, es war eine relativ normale, chillige Woche und ich zeige euch mal, was dazugekommen ist. Wir fangen an mit einem eBay-Fund und zwar gab es das Mystic Quest Final Fantasy für die SNES in richtig schönem Zustand. Habe ich bekommen, inklusive Versand, für $12. Das ist eigentlich ein ganz cooler Kurs. Ich hätte es gerne in OVP gehabt, aber in OVP war es doch um einiges teurer. Es geht weiter mit der Grabbelkiste aus meinem Retro-Store. Die hatten diesmal sogar Super Nintendo-Spiele drin. Das ist in Anführungszeichen nur das NCAA Basketball und das gab es nur für $1. Und für $1, da wollte ich das nicht liegen lassen. Es geht weiter mit dem Retro-Store. Und zwar, einigen von euch sagt es vielleicht was, Brave Story. Leider nicht komplett, aber dafür gab es das Ganze für ganze $2. Man kann es nicht mehr sehen, weil ich schon reingelegt habe. Ist ein total cooles RPG von Exceed. Sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Wird in Deutschland relativ hoch gehandelt, der Titel. Und wie gesagt, für $2 musste ich die UMD definitiv mitnehmen. Es geht weiter mit einem Internetfund und zwar, das hatte ich schon länger auf meiner Liste, das Bomberman Party für die PS1. Spiel ist an dieser Stelle komplett und hat gekostet, ich meine, $15 und dafür gerne in die PS1-Sammlung. Wir machen weiter mit lustigen Funden aus dem Retro-Store und zwar für die PSP-Sammlung das, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Luminance, was auch immer, der zweite Teil. Das ist dieser Puzzler, sagt euch vielleicht was, und den hatten sie da liegen. Total lustig, das Spiel ist an dieser Stelle komplett mit allem Pipapo und stand da im Regal für $1. Und dafür habe ich es gerne mitgenommen. Direkt daneben stand Atari Classics Evolved für die PSP. Da sind so lustige Sachen drauf wie Missile Command, Pong und so weiter. Zack, kann man hier einmal sehen. Spiel an dieser Stelle auch wieder komplett mit Anleitung. Und kaum zu glauben, aber war, es stand da für $3. Ja, und dafür habe ich es natürlich sehr gerne mitgenommen. Wir machen weiter mit auch einem Kauf aus der Retro-Store, und zwar das House of the Dead Overkill. Das ist so ein ziemlich cooler Rail-Shooter. Habe ich schon reingelegt gespielt, hat super Spaß gemacht. Habe dann festgestellt, dass es ohne Gun vielleicht doch ein bisschen blöd ist. Und darum dazu bestellt, wenn ich es jetzt hier in einem kleinen Stapel neben mir finde. Oh. So, in Shiny Silver eine schöne Gun für die Wii. Cool Stuff. Gab es bei Amazon, meine ich, für $12. Und dafür gerne, um ein paar Zombies abzuknallen. Die Zombies gab es übrigens für ganze $8 in komplett. Und dafür, klar, gerne mitgenommen. Ich mache weiter mit meinem kleinen NESMAX-Controller. Den wollte ich auch schon länger haben, habe ich jetzt endlich relativ günstig gefunden. Und zwar für $10 inklusive Versand. Muss ich mich doch dran gewöhnen. Ich hatte den einmal angeschlossen. Das ist halt, ne, du hast halt kein Steuerkreuz, sondern so ein Controller. Aber wie gesagt, ich hatte ihn noch nicht in meiner NES-Sammlung. Und für einen 10er, also sprich 8 Euro und ein bisschen inklusive Versand, fand ich das absolut in Ordnung. Es geht weiter mit, womit geht's weiter? Ja, mit einem kleinen Bundle von Amazon Marketplace. Und zwar hatte ich darauf spekuliert, dass vielleicht OVPs dabei sind, weil es war nicht so wunderschön beschrieben. Waren es leider nicht, das macht aber nichts. Und zwar ist dabei das Arch Rivals für die NES. Gab es für $6, meine ich. 5 oder $6, dafür absolut okay. Dann das Super Offroad, cooles Spiel. Ich hatte gehofft, wie gesagt, dass ein OVP dabei ist, aber na gut, $5 habe ich bezahlt. Das ist absolut okay. Und dann etwas teurer, wie gesagt, die Beschreibungen waren recht unschlüssig. Es hätte auch eine, von einem Unwissenden eine OVP dabei sein können.
war es in dem Fall nicht. Mega Man 3 für die NES und es gab es für $15. Und das war alles inklusive Versand, also der war for free, war ein Paket. Und dafür ist ein Mega Man 3 absolut in Ordnung. Dann geht's weiter nochmal mit der Retro Store. Und zwar, ihr erinnert euch, ich hatte letzte Woche ein N64 bekommen. Das braucht jetzt auch ein paar Spiele. Und zwar habe ich hier gleich eine ganze Handvoll. Und zwar das Automobili Lamborghini in OVP und komplett. Das Extreme G in OVP und komplett. Plus ganz wichtig, das Madden 64. Das Coole an diesen Titeln war, lasst sie mich einmal richtig rumdrehen, dann kann man es sehen. Jeder dieser Titel hat gekostet $5, das heißt 4,50 Euro die Ecke oder so. Und für den Preis N64 in OVP sehr gerne. So, es geht weiter mit, womit geht's weiter? Wir machen hiermit weiter. Hatte ich schon, auf einer CD waren 1, 2, 3 kleine Kratzer, hat mir nicht so gut gefallen, beziehungsweise wollte ich austauschen. Final Fantasy Teil 8. In absolut komplett und Mint und das gab es für $12 bei eBay, eine Auktion, die ich gewonnen habe. $12 waren inklusive Versand und dafür absolut in Ordnung. Final Fantasy Teil 8. Mag ich gerne, wobei ich Teil 7 eigentlich noch cooler finde. So, dann total cooler Titel, den ich unbedingt noch reinlegen muss, auch für die Railgun total gut. Sin and Punishment für die Wii. Spiel ist an dieser Stelle tutti completi, richtig schöner Zustand und ich hatte mich ein bisschen näher, sieht total cool aus. Das ist so ein, ja, so ein Shooter von oben sozusagen, mit ein bisschen Ausweichen und so mit dem Nunchuck. Habe ich kurz drüber gelesen, das wollte ich mir unbedingt mal angucken, Sin and Punishment für die Wii und ein echt günstiger Titel, weiß ich nicht, $6-7 die Ecke, dafür gerne genommen. Dann geht's weiter mit nochmal Marketplace. Nochmal gedacht, ja, könnte ja sein, dass es mit OVP kommt, kam es aber nicht. Hey you, Pikachu fürs N64. Ich dachte, die Box wäre dabei, vielleicht mit dem Mikro und der VMU fürs N64. War nicht dabei, nevertheless, $4 oder 5. Schon in Ordnung. Gleiches gilt für Chopper Attack. Chopper Attack war auch unschlüssig, ob da vielleicht was dabei ist oder nicht. War nichts dabei. Hat gekostet $2,99 oder so und dafür sehr gerne auch für die Sammlung. Dann geht's weiter zur Grabbelkiste nochmal. Total lustig. Gerade eben schon gesehen, das Arch Rivals für ein paar mehr Dollar. Diesmal nochmal in der Grabbelkiste gefunden mit, ich muss den Stift entfernen, $1 und dafür, klar, ist Arch Rivals natürlich auch gerne nochmal mitgekommen. Weiter in der Grabbelkiste zwei nichtssagende Sporttitel fürs N64. Beide mit Anleitung und beide zu je $1. Und für $1 habe ich die gerne mitgenommen. Ich denke, das ist absolut fair. So. Stimmt, hier ist noch was von der Grabbelkiste. Das war ein bisschen blöd. Ihr habt das Chopper Attack gerade schon mal gesehen. Jetzt könnt ihr es nochmal sehen. Und genauso das WWF Warzone. Das war wieder die Grabbelkiste im Retro-Store. Die Spiele haben je gekostet $1. Ja, und für $1... Nee, da konnte ich die einfach nicht liegen lassen. So leid es mir tut. So, dann geht's weiter mit, genau, mit einem grünen N64-Controller. Die N64, die ich gekauft hatte, hatte ja leider keinen Controller. Und ich habe gedacht, auch bevor du jetzt ein neues Bundle findest und warten musst und so weiter, nimmst du den. Stick ist noch super, auch aus dem Retro-Store. War ein bisschen teurer mit $20. Nichtsdestotrotz, einen grünen habe ich noch nicht. Und da habe ich gesagt, ja, komm, das kannst du machen. Grüner Controller, $20. Das ist okay. So, dann geht es weiter mit zwei Sachen, die nicht für mich sind. Ich aber trotzdem recht günstig gefunden habe. Und zwar ist das einmal das Jeopardy fürs N64. Das ist soweit ganz okay, nur die Anleitung ist ein bisschen, ja, da fehlt was. Plus, total lustig, Monopoly, N64 Exclusive US-Titel und war im Marketplace gelistet, total lustig. Unter vielen anderen Monopolies stand das da und da stand drin, neu. Ich dachte, ja, wie neu? Ich dachte, ja, dann nimmst du das doch einfach mal in neu für inklusive Versand $14. Und ja, es ist wirklich neu. Es ist noch komplett sealed und ich hatte bei eBay.com geguckt, die Dinger gehen für rund $100 eigentlich in neu noch weg. Tja, cool stuff. Ist, wie gesagt, auch nicht für mich, ist für jemand anders, aber nichtsdestotrotz total guter
Marketplace-Fund. Wir reden von jemand anders, dann reden wir gleich weiter von jemand anders für die Person. Ich verrate es noch nicht, vielleicht wird das da mal irgendwann gezeigt, wer weiß das schon. Gab es noch das Wheel of Fortune N64 US Exclusive und Elmo's Number Journey. Tada! Jawohl. Wie gesagt, beides oder alle drei Sachen nicht für mich. Dann habe ich noch zwei Guides bekommen, total schön. Zum einen im Retro-Store des Vertrauens die Legend of Legaia Guide in einem Top-Zustand und für ganze, kann man sehen, 8 Dollar, absolut top. Freue ich mich sehr drüber. Kommt hier hinten zu meinen Guides. Legend of Legaia, PS1-Titel, toller Titel, falls ihr den nicht gespielt habt. Da freue ich mich drüber. Das hat sich gelohnt. Und dann nochmal von Amazon, ich meine für 11 oder 12 Dollar, auch total günstig, die Luna Silver Star Harmony Guide. Das ist die PSP-Version. Super Zustand, alles tipptopp. Und wie gesagt, für diese, ich meine, es waren 11 oder 12 Dollar, ist es ja wohl echt ein mega cooler Fund. Sehr drüber gefreut. So, ein bisschen was ist noch, nicht mehr viel. Und zwar war ich beim lieben Goodwill. Ihr erinnert euch, All Media One Dollar. Und nicht nur All Media One Dollar, ich habe was ganz anderes auch noch gefunden. Und zwar eine Wii. Ja, noch eine Wii, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz stand die da, die ist komplett. Da ist alles drin, von Controller über Nunchuck bis hin zur Sensorleiste. Klar, Kabel und so weiter. Und die stand da für 25 Dollar, das heißt umgerechnet, das sind gut 20 Euro. Und für 20 Euro eine Zip Wii, ich sag, ja, nimm's halt mit, ne? Ich meine, gar nicht so schlecht der Deal. So, als letztes All Media One Dollar. An dieser Stelle wieder mehr für die Kids als für die Sammlung. Aber die sollen ja schließlich auch nicht zu kurz kommen. Und zwar, wie gesagt, All Media One Dollar. Alle Spiele sind komplett, das sei direkt gesagt. Ich mache sie nicht alle auf, ist nichts Spektakuläres. Aber wie gesagt, für einen Dollar und für die Kids ist das schon ganz cool. Es gibt Hannah Montana, The Movie. Dann, ob das wirklich die Kids spielen, weiß ich nicht. Aber ich fand es ganz lustig. The Biggest Loser. Da kann man dann eine Menge Sport machen und der Biggest Loser sein und ja, abnehmen. Tja. Ja, es geht weiter mit dem Wii Fit, auch für einen Dollar und ja, mitgenommen. Mal gucken, ob ich das irgendwann mal zusammenwandle, um eine meiner Wii hier loszuwerden, wird sich zeigen. Und last but not least auch für einen Dollar den Wii-Titel Shaun White Snowboarding. Der ist, glaube ich, ganz cool, mal gucken. Ist auch mit dem Board kompatibel und das schaue ich mir mal an. So, dann gibt es noch dreimal Nintendo DS. Wie gesagt, auch wieder All Media One Dollar. Alle Spiele, die ich jetzt wieder zeige, sind komplett. Das heißt, mit Anleitung und allem Pipapo. Und da gibt es einmal Phineas und Ferb. Dann Math Blaster in the Prime Adventure. Ja, können die Kinder vielleicht noch ein bisschen Mathe lernen? Why not? Und last but not least, My Sims Sky Heroes. Wie gesagt, alles nichts für mich, aber wenn solche Titel da für einen Dollar stehen, wo ich weiß, dass die Kinder ein bisschen Spaß mit haben können und ich sag mal für einen Dollar, ja selbst wenn sie nur, weiß ich nicht, ein paar Mal irgendwie eine Runde zocken, für einen Dollar. All Media One Dollar. So, that's it, das war's, mehr habe ich nicht. Wie gesagt, ich hoffe, ich kriege meinen PC hin, beziehungsweise kann mir hier vernünftig Ersatz besorgen. Das ist nicht ganz so einfach. Ansonsten wird es hier kalt und winterlich. In Deutschland schneit es ja auch schon ein bisschen, hier auch. Und es ist richtig kalt. Ich bin heute Morgen aufgestanden, war minus 7 Grad. Das war toll. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder mit Intro. Schön, dass ihr dabei wart. Wie immer, lasst ein Like, einen Kommentar, was auch immer da. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann.